So, Leute, da werden wir wieder. Und da vorne liegt schon da der Hund, hätte ich jetzt fast gesagt. Wer den wohl erschossen hat? Ich weiß nicht. Wen haben wir denn da? Hallo, dann los. Los. Wo gehen wir denn hier eigentlich? Das hört sich schon mal nicht gesund oder vorne. Und? Wer ist das da oben? Hä? Der wird noch wichtig. Komisch, dass der das alles überlebt hat. Ja, ja. So. Oh ja. Da ist schon der erste Kamerad. Huh! Hat er das überlebt? Saufi. Ich habe keine Munition mehr. Komm her. So. Schauen wir mal dann rein. Was haben wir denn da? Leben. Weiter gehe ich nicht. Was sagst du zu mir? Ja. War ich eine so große Belastung? Also ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Ja, komm halt mit. Zuerst einmal gehen wir da nach. Oh! Guten Morgen! Fast ein bisschen erschrocken. Was gibt's denn da oben? Ui! Hallo, hallo, hallo! Lass mich mal weg! Oh, ich hab noch 5 Schuss. Oh, Sauviecher, ja, wurscht. Wuhu! Oh oh. Alter, 5 Schuss ist ja gar nichts. Ja, prima. Ganze Magazin reinballert und. Mit dem Brecheisen noch das letzte geben. Einwandfrei. So, geh her. War da noch irgendwas? Genau. Der wird jetzt dann noch wichtig. Weil da vorne. Glaube ich, ist nochmal ein Kamerad. Genau. Was tust denn du da? Geh her. Ah. Fix, der hat mich erwischt. So, da drin ist Leben und da ist ein ganz, ganz witzige Gimmicks. Wie kriegen wir den? Ja, da hinten war so ein Wissenschaftler in der Ecke gekauert. Der da. Gehen Sie vor. Ich gehe vor. Aber du kommst mit. Einmal frei. Du machst mir jetzt mal das Gatter da auf. Bitte. So, und jetzt haben wir wieder ein paar Schießeisen und meine Granaten. Also wie Granaten funktionieren, das muss man nicht mehr verzeihen, oder? Schmeiß und bumm. Genau. Ja. Brauchen wir den noch? Mit meinem Gehirn und ihren Muskeln werden wir... Mit meinen Muskeln, sagt er. Ja, ja. Die zeigst du mir aber auch mal. Wir müssen wieder runter. Machen wir mal einen kurzen Weg. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Oh, bin in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen natürlich da hin. Und da schaut es jetzt auch nicht gerade so gut aus. Ich glaube. Genau. Oh, da ist auch noch. Habe ich den erwischt? Nein, habe ich nicht erwischt. Ah, geht tot. Das sind übrigens jetzt schon die weiterentwickelte Form von Aliens. Also das sind welche, die können uns richtig weh tun. Die haben so einen, ja, Laserstrahl. Nicht so gut. Hä? Ja, ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Oh ja, watscht den Müll. Merci. Haben wir wieder volle Energie und wir schauen mal weiter. War da drin noch irgendwas? Nein, haben wir alles raus. Was machst du da? Ah ja. Du gehst uns nicht auf den Sack. Ei! Gibt's ja nicht. Da. So. Wenn du das überlebt hast, dann bist du gut. Bis dahin hat's ihn zerrissen. Habt ihr es gesehen? Einwandfrei. Wir müssen das Wasser fluten, Rohre fluten, was weiß ich. Und dann geht's der Affe. Hallo? Dankeschön. Da liegt der andere Kamerad. Und wir müssen weiter. Was gibt's da drüben? Ein Art Aufzug. Genau. Den Hebel drücken wir mal. Und da kommen Headcrabs. Da müssen wir jetzt aufpassen, weil die fliegen jetzt da vorbei. Wie die Mucken.
Weil wir müssen da runter. Jetzt. Hui! Ja. Manchmal. Der Wischen an dem Flug. Glaub nicht. Scheiße, Viech! Weg! Und. Na, also. Wenn es nicht direkt irgendwie die anspringen, dann hupfen die einfach vorbei und das war's dann schon. Es sei denn, die warten da irgendwo. Ui! So eine Scheißviecher! Ah! Oh oh! Scheiße! Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Wir machen mal die kurze Variante. Genau. Also, das ist eigentlich nicht so gewollt, aber es ist im Spiel und im Spiel darf man es behalten. Da war ein Viech, ich hab's gesehen. So, das sind Kisten, die kann man alle mit dem Brecheisen kaputt machen. Da ist dann, keine Ahnung, Munition drin, Leben drin. Ja. Oder halt so Scheißviecher. Aber, naja, das war jetzt eine magere Ausbeute. Gut. Wir müssen jetzt über die Brücke drüber. Und Videospielklischee Nummer 1. Was wird wohl passieren? Ja, war ja klar. Wenn man jetzt noch weiter vorgeht, dann darf das Ding eventuell ein bisschen noch kibbeln. Genau. Aber wir sind natürlich schlau und wir gehen als Gerhard auf die Rohre entlang. Ist ja. Sonst weiß ja kein Jump-Spiel. So, hier ist jetzt Lüftungsschacht. Muss man erst einmal sehen, ist nicht so einfach. Da kann man runter und einen Schaden nehmen. Und wir sind dann, hallo, quasi auf der anderen Seite. Das da vorne ist, ja, auch so eine Art Hund, hätte ich jetzt einmal gesagt, oder Sau. Die kann mit Säure spucken und das ist nicht gut. Genau. Habe ich den erwischt? Ja, schaut gut aus. Das, was da vor der Decke hängt, das sind sogenannte Barnacles. Also, ja. Die haben da so einen Zöpfiro hängen. Soll ich es mal sagen? Ja gut. Die zängen dann hoch und wenn man halt nicht rechtzeitig abknallt, dann fressen die dann auf. Also am besten meiden. Warum habe ich jetzt hier nicht so viel Schaden genommen? Das gibt's ja, hab ich gar nicht aufpasst. Scheiße. Gut. Schauen wir mal, ob in die Kisten was drin ist. Immer looten. Immer looten, das ist wichtig. Da nicht. Ja, da ist jetzt nichts drin. Wir müssen auf die andere Seite. Springen wir mal in den Suden ein. Aufpassen, nicht auf irgendwelche Viecherli. Hallo? Hallo? Mach mir die Tür auf. Wie da vorne. Wach geben, da wird gewiss was ums Eggler lauern. Oje. Was werden wir da wohl machen müssen? So, steigen wir dann auf. Ja, jeder weiß, glaube ich, was das ist. Da wird einfach nur kurz getestet, ob man springen kann. Aber ich glaube, das kriege ich so weit hin. Ja, schau noch. Ja, einmal frei. Der Gerhard, der ist einfach, das ist Wahnsinn. So, wir gehen da hoch und, ja, den man sicher jetzt halber mal ausrüsten. Hallo? Wie sieht der? Hallo? Lass mich durch. Ah ja, jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite. Siehst du es? Gut. Und Fahrstuhl! Und ich hätte jetzt gesagt, das war jetzt das erste größere Level. Bürokomplex. Da sind wir doch schon gut voran. So, 124 Schuss, das geht. Wundert mich eigentlich.
Hallo, Mr. Wissenschaftler. Öh. Ich glaub. Ja. Wollen wir nicht genauer erläutern, was da oben passiert. Jedenfalls, da vorne, da ist ein Stromkabel, das kann nicht weiter. Headcrab. Bitte, dankeschön. Ja, wo müssen wir hier? Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Ja, dann hilft doch deinen Kollegen da hinten. Ja, mei, ist ja wurscht. Wir gehen einmal zu dir. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Ja. Okay. Ui! Wo ist er hier? Hallo? Ja, super, da komme ich jetzt daher. Da drin muss halt irgendwo ein Schalter sein für den Strom. Das müsste hier. Ja, Strom aus und wir gehen da durch. Also ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Ja, war gut, wenn ich mich durchlassen darf. Dann kommen wir mal mit. Sag jetzt bloß, der kann nicht durch die Scheiben durch. Hallo? Hier, ich nicht. Ja, du bist ein Grüppi. Na, ist ja wurscht. So, wir haben mehrere Räume. Da drin. Elektrokabel, Wasser. Nix gut. Wir schauen einmal da rein. Was kann da über dahinter sein? Oh, wer hätte es geklappt? Ha, wer hätte es geklappt? Die brauchen doch 5 Schüsse mit der Glonabistolen. Ist nicht so geil, finde ich. Oh, Kisten, Kisten, Kisten. Habt ihr alles zusammenhauen, das kann er. Hallo? Boah! Wow. Ah, leck, jetzt hat's mich gerissen. Saufi! Kaputt. So, jetzt kommt der beste Freund des Gerhards. Nämlich, dafür ist er ja bekannt. Zack! Shotgun. Die hat jetzt mehrere lustige Vorteile. Einerseits. Moment, wo ist denn? Hat die einen Einzelschuss. Und wenn man mit der Rechtsklick, hat man einen, ja, Doppelschuss. Gerät. Gut, was hast du? Stimmt. Unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammentun. Ja. Das hast du gut kalkuliert. Was haben wir denn da hinten noch? Ui. Ganz viel Zeug. Leben. Oh, ich liebe das Teil. So, jetzt geh ich mit, Kamera. Okay, nächstes wie raus hier. Komm. Mit der Schrotflinte geht da um einiges einfacher. Ist jetzt der Typ dabei? Okay, ich werde das Gebiet sicher. Alles gut. Ab durch die Mitte. Das ist blöd, wenn man so einen Deppen durch die, so eine Ladezone zackeln muss, weil die gehen nicht immer ganz mit. Okay, dann schauen wir mal in den Raum, wo alles überflutet ist. Also, Wasser am besten nicht berühren, das ist kein Wetter. Die drüben. Ja gut, Schrotflinten auf lange Distanz ist natürlich kacke. Aber mal, vielleicht haben wir ja bestimmt dabei. Okay, wie machen wir jetzt das Licht da aus? Nämlich mit dem Lichtschalter. Wer hätte es geklappt? Schauen wir mal. Jawohl. Auf F ist übrigens unsere Taschenlampen, falls ihr das vergessen habt zum Erwähnen. Da kann man ab und zu schauen, wo es dunkel ist. Boah. Hab ich den erwischt? Das gibt's ja nicht. Der Aimbot. Gut. Oh, noch mehr einer. Jetzt müssen wir geduckt weiterlaufen, weil, ja, das erklärt sich von selber, ne? Das Ding schneidet ja einen Kürbis raus, so schnell schaust du gar nicht. Okay. Dieser Boden schaut verdächtig so aus, als der Einbrecher, hä? Was glaubt ihr? Hä? Ah ja, jetzt ist die Tür aufgegangen. Wo ist jetzt der andere Sepp? Kann jetzt der mitgehen? Bis später. Hallo? Okay, ich will dir. Ja, das war gut. Boah, wo kommt denn ihr alle her? Scheißklump. Für was bist jetzt du eigentlich dabei? Hallo? Na, fick dich doch. Geh doch zum Teufel.
Da dürfen wir nicht durch. Wir müssen die Leiter da hoch. Wie machen wir das? Verschieberätsel. Aber am besten so, dass wir da hinkommen. Ja. 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 Das kann ich hier haben. Jawohl. Und nein, Lüftungsschacht. Ja, genau. Puh. Was ist da unten los? Da müssen wir jetzt aufpassen, weil... Ja. Cool, oder? Da ist ein Selbststoßanlage. Und wie man jetzt gerade gesehen hat, sobald er mich einmal ins Visier nimmt... Ui! Also alles, was sich bewegt, hat er über den Jordan. Das ist scheiße. Deswegen müssen wir es ausschalten, ganz schnell. Schau mal, wie wir das machen. Und durch! Schnell durch! Ach du Scheiße, Alter. Hallo? Da war jetzt gefühlt eine Armee an Headcrabs. Hab ich jetzt alle erwischt? Ach, leg mich doch am Arsch. Puh! Waren das jetzt alle? Jetzt waren es alle. So, wie schalten wir den Teufel da vorne aus? Irgendwo da vorne müsste der Scheuder sein. Wenn ich ihn finde. Ja. Zack, und das Ding ist aus. Genau, ist aus. Kann ich da hoch, bitte? Hallo? Wieso kann ich da nicht aufkraxeln? Vielleicht jetzt der erste Kischler oder so. Munition? Das kann ich nicht nehmen. Scheiße. Munition, Munition. Ah ja. Vielleicht kann ich die mitnehmen. Naja, ist ja eh wurscht. Was ist denn da oben? Ja, nur Leben. Braucht keine Sau. It's Shotgun Time, Kameraden. Und wer ballert da oben schon wieder rum? Oh ja! Hast du den Schuss gesehen? Ja! Wahnsinn, oder? Geh mit! Los. Oh! Ja, wie gesagt, M-Bot. Wieso machst du jetzt das Licht aus, du Sack? Oh! Gesagt, wissen Sie einfach alles. Ja, warte mal. Ich hüpfe da mal kurz mit deinem Alien. Wow! Der Shotgun, ja, der läuft da durch. Wow! Wo sind's? Nun kommen's noch alle her. Habe dir. Ich liebe die Shotgun. Ja, ein bisschen Leben haben wir jetzt verloren, aber ist jetzt nicht das Größte. Alter, wie viel fährt er da von denen Viecher? Danke! Oh. Gut, mein Spezi hat es jetzt nicht so gut getroffen. Und du schon wieder. Ich hasse euch! Mei. So, da muss ich nicht nach. Ich muss jetzt Richtung... Ja, wohin muss ich noch? Von da bin ich gekommen. Da wird nichts drin sein. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Gut. Da nochmal welche. Ja, leck mich doch am Arsch. Hallo. Ah ja, das war der von vorher. Ich kann dir irgendwas. Sicher, ob ich wirklich nach oben will. Doch, was du wischst mit. Die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht. Hä? Hallo? Bist du für ein Typ? Ich glaube, der ist am Türstock hängen geblieben. Ja, scheiße. Gut. Ich darf einmal sagen, weiter an die Oberfläche. Wenn das nicht so verzwickte Geschichte war. Vorher lassen wir uns noch ein Getränk aus. Einwandfrei. Okay, dann gehen wir in die Restricted Area, hätte ich gesagt.
Schauen wir mal, was der Kamerad an uns zum Song hat.